Zerfallenes Farum Aslan. Da sind wir wieder. Wir kommen zurück zu Elden Ring. Ich habe übrigens nur noch Platz für 4 Episoden. Bis dahin müssen wir durch sein. Wir müssen also uns ranhalten. Oder ich muss eine neue Seite anfangen in meinem Notizbuch. Und das wäre außerordentlich ärgerlich. Wer will denn das schon? So. Gut. Wir wollen eigentlich. Ich wollte eigentlich mit Kollege Schnurschuh reden. Also mit Alexander, der irgendwo da oben rumsteht. Aber irgendwie sehe ich ihn nicht. Na gut. Mir ist übrigens wieder eingefallen, also wegen des Corp Ones, wo diese Statuen, wo ich die schon mal gesehen habe, die stehen bei Gurang rum im Bestien-Dingsbums. Der hat auch diese Statuen. Wenn ich mal das nächste Leuchtfeuer finde, dann besuchen wir den guten Burschen auch nochmal. Ich weiß gar nicht, ob seine Quest noch so was führt, weil wir haben da zwischendurch sogar ein paar Todeswurzeln gefunden. Oh, was machen die denn hier? Das sind die Drachenritter. Also, dieser Ritter. Den findet man auch, Dings. Ich habe mich immer gefragt, was für, das sind die Exilritter. So genau, so heißen die. Au. Aber er ist irgendwie der härtere Exilritter. Weil wir halt ein HP hat, ne? Okay, den nächsten müssen wir mit Reduvia tot lamen. Ich habe gar nicht mehr so viel Mana für den fällt mir gerade, erstes fällt mir gerade so auf. Gibt's hier eigentlich irgendwo... Gut, ich habe jetzt ziemlich viel Zeit damit verbracht, hier irgendwelchen Scheiß zu machen, aber... Gibt's hier irgendwo in der Nähe irgendwie eine Gnade? Da rechts sehe ich keine. Hier vielleicht irgendwo? Anyone? Gnade? Vielleicht hier in dieser wunderschönen... Oh, fuck. Dieser wunderschönen Ecke, wollte ich sagen. Hat der rot leuchtende Augen? Das wäre jetzt eher schlecht. Für meine Gesundheit. Wir gucken mal, wie das hier so mit der... Mit Retuvia läuft. Sie hat keine rot leuchtenden Augen in dem Sinne. Oh fuck. Ach, Menno. Hat er beim nächsten Mal bestimmt keine leuchtenden Augen. Na gut, ich bin offensichtlich gestorben. Wir sind bei 523 Tode. Ja, nice. Mir ist außerdem eingefallen, ich hatte irgendwo was übersehen. Achso, ich habe natürlich auf jeden Fall wieder eine Menge über Zeug übersehen. So, nehmen wir uns vor Folgendes. Schön, das Fand Azula hat ein einzelnes Symbol, was den ganzen Ort beschreibt. Wir mal kurz zum Refugium der Bestie. Mal schauen, ob der. Ob ich mit Leute tot kriege eigentlich? Ich muss übrigens mal wieder mein gutes Dingsschwert hier. Immer noch. Also, ich bin auch wer zu viel gesagt, aber Eloras Steinwaffe sagt mir schon ziemlich zu. Hat er mir eigentlich jemals irgendwelche Zaubersprüche gegeben, oder Gurang? So, Todeswurzel, 2 Stück. My thanks. Tarnished. Death. My sin. Should not be touched by the hand of man. I shall grant thee my claws. Feed me more. Aha, Stein von Gurang und Bestienklaue. Ah ja. Interessanterweise ist das Stein von Gurang sein letztes Dings hier ist, ne? Das ist, also er will anscheinend noch mehr haben. So, was können denn die Bestienklauen, die Dings? Weil ich kenne die ganzen anderen. Also das ist, wo sind die denn hier? Anrufung, genau. Die Gurang-Dinger. Also ich kann sagen, das hier ist eher so, ne? Und das Ding hier ist nichts anderes als das, als diesen Regenerationseffekt, den man sowieso machen kann. Schaut ein Felsbrocken vor euch weg. Das klingt ganz. Ach, das machen die Drachenritter doch auch mal. Zeug Bestienklaue, die Erde aufreißen. Das können auch irgendwelche Gegner. Die Anrufung verkörpert sogar Gurangs Wut nach der Wiederkehr seiner bestialischen Natur, als auch ewig der innere Unruhe. Haben mich verpflanzt, der Arm vom Stein die erste Waffe intelligent der Bestie. Pflanzt einfach Gurang, einer der wilden Besten, der seinen einzigen Namen Tod der Halbgötter bedeutete. Nach langer Intelligenz müssen die Besten gespürt haben, wie ihre Wildheit mit der Ausbildung des Wildes immer weiter schwand. Schön, dass sie übrigens in der gleichen Kategorie ist wie die Dinger von den Götterskalpen. Naja. Ich habe jetzt übrigens auch ganz viele tolle Drachenzauber, die ich alle nicht kann. Ne, genau, was ich aber sagen wollte, ist, dass diese, das hier, die Dudes hier. Das sind die gleichen. Hier rennt doch einer so ein Typ rum. Das ist, hier ist auch so ein Exilritter. Das weiß ich durch Zufall, weil ich den neulich in gefühlt 20 Versuchen abgefarmt habe. Aber der hält viel weniger aus als der andere. Aber er spawnt so, dass man ihn wirklich gut farmen kann. Der droppt relativ viele Seelen. Also man kann ihn ganz gut farmen. Jetzt müsste ich mich kurz erinnern, wo ich eigentlich hin wollte, weil ich habe nämlich im Rahmen meines Corp Runs, habe ich nämlich noch Orte gesehen, die ich vorher nicht gesehen habe. Ach ja, richtig. Also ich bin jetzt gerade komplett woanders. Genau, hier. Hier. Genau, hier beim konvertierten Randturm war ich übrigens noch nicht.
Das machen wir jetzt auch noch schnell. Einfach nur, weil ich weiß, dass es jetzt geht. Also so kommen wir übrigens auch nicht mehr so weit. So viel zum Thema. Ich habe noch vier Zeilen in meinem Notizbuch. Und wenn nicht, muss ich eine neue Seite anfangen. Obwohl, wäre auch nicht so schlimm. Mir fällt gerade auf, dass auf der linken Seite stehen genau zwei Sachen. Nämlich Enscher und geheime Medaillons. Warum auch immer das da steht. Das ist jetzt, wäre jetzt auch nicht so viel Text, der jetzt hier irgendwie großartig verloren gehen würde. Ich hatte irgendwo gesehen, bei irgendeinem Händler, dass er noch einen Bogen verkauft. Ne, auf jeden Fall diesen Turm hier. Die Geste müsst ihr ja nicht haben, die man braucht. Und zwar folgendes. Den Turm habe ich hier ganz vergessen, dass man hier noch rein kann. Und zwar, man muss hier eine Geste machen, während man einen Helm auf hat. Das ist ganz witzig. Aber darauf musst du erstmal kommen, ne? Dass du einen speziellen Helm auf dem Kopf haben musst, damit du hier irgendwie, damit die Geste funktioniert. Weil es gab ja diesen anderen konvertierten Turm, wo man einfach schummeln konnte, den man über die dumme Mauer gesprungen ist. Und das geht hier nicht. Wir brauchen nämlich... Oh, wo ist die denn? Knicks nicht. Erfüllte Verbeugung. Ach, Mann, was ist denn das Ding? Wir brauchen Gelehrigkeit, heißt das Ding. Ich hab die definitiv, weil die kriegt man... Hier, war sie doch. Gelehrsamkeit. Jetzt ausprobieren. Weil, wenn du diese Gestik machst, dann leuchtet dieser komische Kristall da oben auf den Kopf. Darauf musst du erstmal kommen! Aber das hat, dass das auch mit dem Zellen-Ding geht übrigens. Ich hätte ja irgendwie erwartet, dass das Zellen-Ding vielleicht irgendwie, weil sie eigentlich verbannt war. Obwohl, na gut, sie ist ja, dadurch, dass sie wieder da war, hat sie ja quasi ihr Ding wieder etabliert, ne? Das ist dadurch halt nicht kaputt gegen wird. Ich glaube, hier war irgendwo noch ein Gegner. Also. Alter, das ist brutal groß, ne? No. Naja. Jetzt vielleicht auch nicht mehr die Art von Gegner, die mich noch auffällt, aber ich hätte ja auch schon vor 1000 Jahren sein müssen. Und ich glaube übrigens, dass die hier in der Nähe war noch diese Mausoleen, dass ich die tatsächlich noch nicht gemacht habe. Also nicht benutzt habe. Weil ich habe die freigeschalten, aber ich habe die nie benutzt. Das heißt, ich hätte gar nicht die Seele von Malenia gar nicht verbrauchen müssen. Ich hätte hier noch Mausoleum gehabt. So, ich weiß aber leider nicht, was es hier gab. Außer nichts. Heimatskanonen. Ach ja, das Zeug. Ja gut, kann ich zu nichts zu gebrauchen, aber hey. Juhu, ne? Mausoleumsgelände. So. Mal kurz zu den Ruinen von Badault. Ich weiß auch keiner, was es mit Badault eigentlich auf sich hat, ne? Ich habe übrigens auch komplett ignoriert, dass die Typen, die hier rumlaufen, ja die gleichen Typen sind, die unten in Siocha sind. Ich weiß nicht, wie genau ich das übersehen habe, weil ich habe ja die Dinger hier auf jeden Fall zu Fall gebracht, die Mausoleen. Aber anscheinend der Teil mit dem, wo ich irgendwie das... Kann ich das im Wald machen? Nein, natürlich nicht. Aber ich habe das Mausoleum hier noch nicht verwendet. Juhu. Echt, das Feuerriesen? Oh, warte, der hat auch ein Feuer? Der hat... Nee, wie viel... Aha. Der Feuerriese hat auch eine Seele, die man benutzen kann. Oh, da muss ich nochmal mit der Fingerlesin reden. Das wusste ich nicht, dass die Feuerriesen da auch eine Macht drin haben. Ja, die kann ich bestimmt nicht nutzen, weil ich habe einfach keine, aber... So, wo ist denn das zweite Mausoleum hier eigentlich? Ich muss mir so noch mein Zeug aus Farum Asula holen, ne? Das wollen wir hier mal nicht... Oh, mal hier, 200 Seelen. Yay. Sehr schade, dass es hinterher nicht... Nicht mehr davon. Oh nein, das ist hier absolut tödlich, wenn man hier runterspringt. Das habe ich schon hinter mir. Das ist erstaunlich. So, wer sind die Typen hier eigentlich? Diese. Also, das ist alles, was von Ult übrig ist, oder was? Genau, weil letztes Mal bin ich nämlich hier runtergesprungen. Also, im Koop waren. Und bin dann gestorben, weil das zu tief war. Keine Ahnung, wie diese Magier sind. Liegen da noch so Schädel rum. So, habe ich das Ding schon benutzt? Nee, habe ich auch noch nicht benutzt. Siehst du, ich hätte Malenias Seele nicht verballern müssen. Ich hätte hier... ich wieder Ausgebot. Erst das kündliche an. Na gut. So, zack, zur auf der Tafel der Gnade, wo alles ein bisschen leicht brennt. Und mal gucken, was die Feuerriesen noch drin haben. Das ist ja, wie der Teil, den ich komplett ignoriert habe, ne? Dass man das mit den Feuerriesen machen kann. Jo, die Finger reden immer noch nicht mit mir. So. Ja, hier noch so was. Kann man denn was vom Feuerriesen erhalten? Dornhelm. Die Gewunde beweisen den Tod. Achso, das ist von den Klangteilen. Die haben ihr eigenes Dingsbums. Den haben wir doch schon getötet. Ich könnte mir die Soße holen für wenig Geld. Oh, dann muss ich doch mal mit diesen Menschen reden hier. So, gibt es hier irgendwas, was von den Feuerriesen kommt? Anscheinend nicht. Okay, gut. Was können wir denn aus den... Warum konnte ich die anderen Echos eigentlich gerade alle nicht verdoppeln? Ich sehe gerade, ich habe gerade viel mehr. Ich dachte, ich kann nur... Warum? Ich konnte nur die Sternengasse, das Ding und... Ich konnte nur die drei verdoppeln, aber ich habe ja noch viel mehr bei, ne?
So, was können wir denn mit Dammen bauen? Wir können einen riesen, roten Riesenhaartopf machen. Eine Glaubenspeitsche. Eine schwere Peitsche geflochten von dem flammenden roten Haar eines Feuerriesen. Alle Riesen sind rothaarig, angeblich verabscheut Radagon seine eigenen roten Locken. Vielleicht war sie der Fluch des Riesen. Flammentanz, finde ich cool. Und eine Anrufung, die der Macht direkt von dem Feuerriesen bezieht. Es sorgt mehrere Flammensäulen in die Zaubern herum, durch offene Tür ins Anzahl der Säulen. Die Feuerriesen bedienen sich der Macht eines grausamen Gottes und wurden dennoch besiegt. Ihr Scheitern befreit sie jedoch vom Fluch ihrer Einsamkeit, nun die sie bis in alle Ewigkeit als Wächter des Feuers. Ich bringe euch das Feuer. Oh. Was kann Astell eigentlich? Astell kann uns den Sternennebel. Die Sterne auf den Ausland. Okay. Magischan besteht aus der ist ein vielfacher Sternentrümmer. Weisheit 22. Ist gar nicht mal so viel, ne? Sieht irgendwie witzig aus. Was ist das hier? Ach so, das ist eine Kriegsasche. Welle der Finsternis. Fällt eine Waffe, die Affinität der Waffen magischen Folgestellen. Welle der Finsternis rammt die Waffe in den Boden um drei Wellen der Finsternis zu entfesseln. Es ist quasi die Finsternis-Variante von dem Ding, was auch die von Godric konnte. Naja, gut. Was kann das Ding hier noch? Horn, Dings, okay, da war nichts Cooles bei. Und die blasphemische Klinge kann ich sogar tragen? Nee, kann ich nicht. Was macht die? Vampirflamme, zeigt sie Flamme, graubt getroffene Gegner HP, ey, voll cool. Das ist vor allem eine Glaubenswaffe, da was heißt an sich Stärke. Nee. Also ich bin ja immer noch an Suchen von lustigen Waffen für meinen Glaubenswan. Und, oh, 40 Weisheit. Oh, das nicht. Aber wer ist das hier? Der blasphemische, ach, Rickard ist das. Naja, gut. Den Bogen haben wir schon. Das Großschwert braucht Weisheit. Das braucht keine Sau. Was haben wir hier noch? Steckt im Blutbereich für den Blutfarmen. Ja, das ist die Zauber. Die richtigen Zaubersprüche brauchen leider immer Dings, ne? Renana. Ja, ich könnte mir jetzt beide ihre Gegenstände holen, ne? 70 Weisheit! Braucht der Vollmond von Renana. Altens. Na gut, ich renne nochmal zum Schmied, aber ich glaube, der hat erstmal nicht so viel zu sagen. I see. Na, ich bin nicht wie ein Geister in Stimmung hier. Wie es der Zufall so will, habe ich alle Geisteseinstimmungen bereits geschafft und muss da nicht hinterher rennen. Okay, gut. Judy, dann hätten wir das. Leonie, warte mal, um was hatte ich noch? Ach genau, eine Sache muss ich noch machen. Und zwar, es gibt hier noch einen geheimen Ort, den ich irgendwie komplett übersehen habe. Also ich glaube, es gibt hier sogar noch mehrere Leuchtfeuer, die ich komplett übersehen habe. Aber es gibt einen Ort, den ich auf jeden Fall noch besuchen wollte. Ich kenne mich auch nicht an, dass ich diesen Kenny da mal durchgeritten bin, aber ist ja egal. Da wollen wir auf jeden Fall nicht hin. Die Höhle da unten habe ich, glaube ich, auch nicht. Die mache ich jetzt aber auch nicht, weil die ist mir relativ egal. Mehr so Höhlen sind halt relativ unspannend. Also da gibt es ja bestimmt wieder irgendwelchen Bullshit, aber er braucht das schon. Nee, viel mehr allerdings gibt es hier. Viecher, die ich einfach nur töte, weil ich kann. Ohne ihr Zeug zu nutzen. Wann ist hier? Man kommt, kann hier irgendwo runterspringen. Es gibt hier nämlich noch so einen klitzekleinen Abschnitt. Wenn er nicht schon weg ist. Aber sollte er nicht. Ach genau. Da ist noch ein Brei-Mitarbeiter. Das hätte ich ja. Oh, das ist eine Tabbe. Eine Todeskrabbe. Es gibt anscheinend diese Krabben, was ich auch nie so richtig gemerkt habe, haben verschiedenste. Haben anscheinend verschiedenste Varianten von Zeug bei. Also die können verschiedene Arten von Nebel. Was ist das hier noch für ein Loch? Warum ist hier so ein Loch? Leerer. Aha. Achso, wo die hier eine... für Dingens stehen. So, und jetzt hier keinen Scheiß machen. Fängt schon gut an, ne? So. Darauf musst du vor allem erstmal kommen, ne? Dass du hier halt irgendwie... runterspringen kannst. Also, hätte mir das nicht jemand gesagt, hätte ich das hier in 1000 Jahren nicht gefunden, ne? Aber das Ding ist ja besonders tödlich, weil ich musste nämlich einen Doppelsprung machen. Da kann man sich ja fallen lassen, kann man sich ja fallen lassen. Auf jeden Fall bin ich auf jeden Fall schon verreckt. So, warte mal, denn sind wir nämlich hier in der Gefäßburg. Und das ist ein Ort, auf den du erstmal kommen musst, ne? Ich meine, hallo? Ich mir reiß jetzt nichts, womit wir jetzt hier irgendwie reich werden, also das ist es nicht. So, hier, hallo. Bin ich die neue Herrscherin? Ich werde euch herrschen. Zeigt mir eure Hände. Man braucht glatte Hände, um das zu zeigen. Ich habe echt keine Ahnung, was man machen muss, um glatte Hände zu kriegen. Ob ich da Alexander besiegen muss und dann hier nochmal herkommen? Auf jeden Fall gibt es jetzt zigtausend Töpfe. Und irgendwie alle Blumen einmal. Das ist doch so ein Ort, ich weiß nicht, ob das irgendein Easter Egg für irgendwas sein soll. Geschwungener Topf.
Oder ob man, ich weiß nicht, das ist halt... noch mehr Töpfe halt, ne? Die hat irgendwie nichts machen, außer hier irgendwie... lustig durch die Gegend zu springen. Ich halte mich dann mal zurück, hier den großen Topf-Genozid zu machen. Hat dieser Topf eigentlich Angst? Scherbe eines lebenden Gefäßes. Weil wir immer noch nicht richtig rausgefunden haben, wie genau diese Gefäße eigentlich entstehen. Wird der Topf hier mit mir reden eigentlich noch? Nee. Was? Plumpo, plumpe Person, liebenswert. Ich weiß nicht richtig, ob sie mit den großen Töpfen jetzt hier einfach wie Sigma ja wieder einführen wollten. Also keine Ahnung. Vor allem ist das hier eigentlich auch ein großer Topf, der einfach eingeschlafen ist? Augenbrillo, Giftblüten, Roboflügel, Garbfeilchen. Das sind alle Blumen wie einmal. Miquel, das Lilie. Was ist die Signifikanz davon, dass in diesem Dorf hier quasi gefühlt alle Töpfe einmal wachsen? Oder, Quatsch, alle Töpfe, alle Blumen einmal wachsen. Also, wirklich alle. Das ist schon wie ein bisschen strange, ne? Ja, na gut. So, yay, Gnade. Der Topf da hinten schläft, oder? Nein, ich kann aber nur zu hier sacken. Also es spricht tatsächlich nur das Kind mit mir. Ich brauche glatte Hände. Ich weiß nicht, vielleicht wenn ich Alexander irgendwie besiege. Im großen Duell. Also ich weiß schon, dass das tun wird. Denn redet er vielleicht mit mir und dann kriege ich vielleicht irgendwie glatte Hände von ihm. Weil ich meine, die Töpfe selber haben ja auch nicht irgendwie glatte Hände, ne? Also keine Ahnung, was man da machen soll. Gab es hier noch was auf den Dächern? Ja, das ist nicht so, dass ich jetzt Ritual... Ah, hier tatsächlich was noch. Oh, Ritualtopf. Also zumindest Töpfe haben wir jetzt jede Menge. So, Judy, das war der Topfdorf. Mehr fällt mir jetzt, ob ich gar nicht einfach noch machen kann. Es gibt bestimmt hier irgendwo noch so einen Wegpunkt oder so ein Quatsch, weil hier stehen noch so welche Ruinen rum, aber ganz ehrlich, das ist jetzt hier alles ein bisschen zu spät. Siehe auch der Koop One, wo wir Leonia wirklich gründlich machen. Also da kann uns echt keiner vorwerfen, dass wir Leonia nicht gründlich durchgegangen sind. Alter, jeden Millimeter durchsucht. Und auch jeden Dungeon gemacht. achso, das ist noch eine Leiche. So, warte mal. Genau, Alexander ist da oben drauf. Komme ich hier irgendwie anders oben lang? Weil den Weg, den ich gerade gelaufen bin, der war es ja eigentlich nicht. Ich muss eigentlich irgendwie drinnen nochmal wie lang, oder? Auf jeden Fall hat Blitz auf mich gezaubert. Ach ja, da. Nee, er war es nicht. Das war irgendwie anders. Was? Das hat mich getroffen. Das ist ja eine Frechheit. Oh, ich werde sterben. Okay, wie auch immer ich das gerade überlebt habe, aber das gibt mir Gelegenheit, den Schock hier nochmal ein Essen zu trinken. Hui! So, wer zaubert jetzt hier Blitze? Ist das irgendwo oben? Nee. Ja, es ist ja auch nicht. Beide von Schaden genommen. Das ist ja ein Ärger. Also richtig viele... Also die Typen aus Morgs Blutpalast haben immer noch mehr Seelen gebracht als die Dudes hier, ne? Das werden sie hoffentlich nicht gesehen. So, kann ich von hier aus irgendwie springen? Ja, vielleicht von der anderen Seite. Ja, warte mal, ich trinke mal lieber nochmal ein Sicherheitsessen, bevor ich mich hier noch aufrege. What? So, das Vieh da hinten zaubert auf mich. Ich hoffe, das kann noch Nahkampf. Alter, ernsthaft? Okay, dann habe ich jetzt einen großartigen Verlust von 2000 Seelen hinnehmen müssen. Warum ist denn das nicht unterbrechbar? Das ist ja eine Frechheit. Was ein unnötiger Tod, also wirklich. Ach, Mann. Dann muss ich von den ganzen Idioten hier nochmal umbringen. Also muss ich natürlich nicht. Ach, er ist auch Magier, ne? Alter. Alter! Alter! Was soll denn das?
Ich bin derjenige, der diejenige, die wirbelt, nicht ihr. Ja. Okay, rennen wir erst diesmal nach links. Hallo! Was ist der Scheiß? Hallo, ich würde hier gerne weg. Was ist denn das? Hallo? Ja, sein Schild aber auch nur zu ziert, oder? Wie zaubert denn jetzt der scheiß Magier von da oben auf mich irgendwie rauf? Der kann mich doch nicht mal sehen. Wie schwer ich denn anvisieren? Das ist ja nervt. Schwer genervt für diesen Idioten. Hä? Wer zaubert denn hier noch? Sind gleich zwei. Oh. Okay, der zaubert hier nichts mehr. Der Tod unterbricht. So, aber hier kommen wir eigentlich nicht raus, ne? Also mein ganzer Weg hier war sowieso umsonst, weil ich habe ja nicht überlegt, ob ich hier irgendwie links irgendwie raus kann, aber... Achso, man könnte noch höher. Wie kommen wir denn hier höher in der Bude? Also wir können in der Tat wahrscheinlich irgendwie oben raus, oder? Ja, aber wie denn? War hier eine Leiter, die ich nicht gesehen habe? Jetzt bin ich ja... Das ist... Ich weiß nicht so richtig, wofür sie Schilder mit sich rumschleppen, diese Burschens. Weil hier kann mich ja her ausspringen, ne? Aus der Richtung hier. Also... War hier nicht immer noch ein Zweiter? Ach ja, da hier war ein Zweiter. Der schläft. Na gut, aber hier kommen wir ja auch nicht höher, ne? Oder kann ich hier irgendwie im Balkon wieder drauf... Warte mal, hier. Hier ist ein Dach. Geht es? Ah! Haha! Ha. Okay, leider sind hier zigtausend Viecher. Ja, genau, das sind die gleichen Viecher wie bei Gurang. Also, ich nehme mal an, Gurang stammt von den Bestien, beziehungsweise die im Phasm Azlor sind halt die gleichen Bestien und die sind halt durch die Situation zivilisierter geworden. Okay, Schottersteine, die haben bestimmt auch irgendeine Signifikanz, die Dinger, ne? Okay, die bewachen da hinten irgendwas. Er ist hier vor allen Dingen auch der beste Ort, um gegen irgendwelche Viecher zu kämpfen. Spielstein 6 ist natürlich jetzt irgendwie sehr... Oh, ich hasse das. Oh, ich hab noch... Bitte? Also mein Lebenspunkt, der erste Verbrauch hier ist schon irgendwie beachtlich, ne? Okay, hier kann ich wieder runterspringen. Also wenn ich aus irgendwelchen Gründen wieder runter wollte, könnte ich hier springen. So, hier gibt es wahrscheinlich wieder so einen Dunkelschmiedestein, nehme ich mal an. Oh, die haben mich alle gesehen. Am besten habe ich den Penner mit dem Schild als erstes getötet. So, jetzt aber erstmal hier ihn hier aus dem Spiel nehmen. Das kann ja wirklich niemand... Niemand gebrauchen, wenn er hier anfängt, welche Blitze auf den zu schmeißen. So, gut. Webmart Strong. So, was bewachen die denn hier Schönes? Okay. Danke dafür. Brauche ich gar nicht so sehr. Große Gräbertalle, die könnt ihr eigentlich behalten, Freunde. So, gibt es jetzt irgendwo eine Illuwand oder so, um hier rauszukommen? Oh, diese Illuwände. Haben bis jetzt, glaube ich, auch immer eher so ein Dunkel funktioniert, oder? Hast du nur gedacht, die Nachricht hier. Ist hier ein verbogener Pfad. Oh, da war schon wieder so ein Leer-Cosplayer. Tja. Haben wir jemals eine Illuwand gehabt, die Licht geblockt hat? Vielleicht können die das per Definition nicht Licht blocken, dass das halt nicht drin ist. Aber die könnten wir einmal komplett runterstutzen, aber... okay, aber so nach die andere Richtung kommen wir hier auch nicht weiter. Also es ist zwar in der Tat noch ein Abschnitt, den ich noch nicht hatte, aber ich komme hier auch nicht auf diesen Weg zu Alexander hoch, wo, was ja eigentlich das ist, warum ich hier lang gerannt bin. Ja, noch höher werden wir wahrscheinlich nicht kommen mit dem Dach hier, oder?
Was haben wir hier noch? Erbärmliche Person voraus. Genau, das ist diese Kante. Und eigentlich will ich da ja irgendwie oben rüber springen, ne? Ja. Warte mal, das Ding hat ein noch höheres Dach. Aber das bringt mir ja nichts, oder? Aber kann ich in die andere Richtung hier noch irgendwie auf dem Dach rumtouren? Das ist erstaunlich vielschichtig, der Ort hier, ne? Nö. Na, ich glaube, ich komme nicht auf das Dach von der Bude hier rauf. Dann bin ich ein bisschen überfragt, muss ich ja sagen. Aber wenn es das hier nämlich nicht ist, wie gehen meine Tasten nach? Ja, dann weiß ich auch nicht. Also, das ist außer wie 20.000 Seelen, die ich zwischendurch verloren habe, war das jetzt hier auch nicht so der Riesenran. Jetzt spricht ja irgendwie nichts dafür, dass es hier irgendwie weitergeht, ne? Bisschen Blut hier. Ich meine, die Viecher waren jetzt nicht so ganz nichts, ne? Ja, ne. Okay, gut. Dann fällt mir auch nichts ein. Ach, irgendeine Kirche habe ich noch nicht. Habe ich nicht gesehen, glaube ich. Ich glaube, mir fehlt noch eine Träne. Von der ich glaube, dass ich sie übersehen habe bis dato. Und die Brücke hier in der Mitte ändert ja auch nichts, ne? Na, okay, gut, dann aber ich nicht springen dürfen. Dumm. Okay, wir haben es trotzdem überlebt. Na gut, dann weiß ich nicht, wie ich da hinkomme. Vielleicht doch irgendwie da drüben, irgendwie drüber. Aber es ist hier auf jeden Fall nicht. Rasten wir nochmal, weil ich werde jeden Estus brauchen, den ich habe. Jetzt sind wir ja exakt 0 Meter weitergekommen, ne? Oder kann ich diese Türme hier irgendwie holen? Guck mal, da oben ist halt auch noch so eine Säulengang und so Zeug. Wie Farum Azula, wo früher mal aussah. Und das da oben, da kommst du ja in die definitiv. Oder du kommst oben in die. Achso, warte mal, da ist doch ein bestimmtes Fenster von dieser Säule, oder? Moment mal. Ach stimmt, hier waren ja diese nervigen Skelette. Ja, warte mal, ich glaube, das ist alles viel einfacher, als ich mir das hier selbst gemacht habe, oder? Weil hier sind ja auch zigtausend Markierungen auf dem Boden. Wahrscheinlich kann ich einfach diese Serpentine hier hochrennen und dann durch dieses Fenster. Nee, kann ich nicht. Na gut, dann ist es doch nicht so einfach. Das wäre ja auch zu leicht gewesen. Da unten war ich schon mal, ne? So, habe ich eine heilige Waffe? Ich habe leider nur eine unheilige Waffe. Alter. Was droppen die denn eigentlich? Menschenknochensplitter. Sind die Viecher was früher... Oh nein. Oh nein. Kommen die rübergesprungen? Oh ja, sehr gut. Und ich möchte einfach nicht in Reichweite von diesen scheiß Bogenschützen stehen. Hallo? So, gut. Vor allem der andere Typ hat mich immer noch nicht gejagt. Hallo? Warum sehen mich denn die Bogenschützen aus deren Fer... Hallo? Also die Bogenschützen von diesen Typen nerven ja abartig. Was soll denn das? Weißt du, alle anderen Gegner hier ignorieren mich, kommen nicht näher. Und er hier... Und dieser Bogenschütze sieht mich irgendwie wie ein Nadelöhr. So, jetzt. Na, wir sind keine Bogenschützen, sondern Armbrustschützen. Pardon. Alter! Oh. Hier ist übrigens noch ein Gegenstand. Meine Fresse, jetzt lasst mich doch mal hier euren scheiß Armbrustschützen umnieten. Der werft viel mehr als ihr. Oh Mann! Hallo. Aber da kommen wir ja gar nicht auf den Plan, ne? Dass mich hier irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Typen. Das ist gerade, weil die so immer ein bisschen Schaden machen. Das nervt mich irgendwie mehr als alles andere. Okay, gut, darauf sind auch noch Leute rumgesprungen, aber es hat, glaube ich, auch nichts geändert, oder? Jetzt hier auf der Seite? Ich meine, da hätte ich vorhin auch schon sein können. Oder soll es jetzt doch überraschend hier irgendwie einen Eingang geben in die Hütte? Immer noch kein Objekt. Ja, ich habe jetzt weniger mit einem Objekt, sondern eher mit einem Eingang gerechnet, aber danke dafür. Na gut, Gute Chance, dass ich hier irgendwie dämlich zu Tode stürze, ne? So, hier ist auf jeden Fall wieder eingebrochen. So, und jetzt können wir hier... Können wir auch nicht rüber, oder? Nee. Unten liegt noch ein Item, was ich beim letzten Mal übersehen habe.
Ich weiß ja gar nicht, wie das passieren könnte. Eventuell, weil ich von diesem Bogenschützen nach vorne beschossen wurde, der immer noch ein Armbrustschütze ist. Und mich das aus dem Leben getiltet hat. Ah nee, weil man es einfach nicht sieht. Goldene Pfeile. Wie die goldene Ordnung. So, jetzt rennen wir hier einfach mal durch, weil eigentlich habe ich ja auch wenig Business hier, jetzt mich mit diesen Untoten hier auseinanderzusetzen, ne? Das nervt ja einfach nur. Hat mir mein Schutz gerade Ausdauer gekostet? Das ist ja auch interessant. Fuck you. Ja, dann sind wir wieder hier. Genau, hier bin ich gerade gestorben. So, ich fette mir an, das Vieh springt mir hinterher. Nein? Okay. Dann nicht. So, jetzt sind wir wieder genau da, wo wir am Anfang der Folge waren. Bei diesen lustigen Exil-Rittern. Ist es nicht geil? Alter, ich hasse dieses Webmart! Das ist so dumm! Das konnten schon die scheiß Lottrick-Ritter! Hallo, wie oft denn noch? Das ist halt so scheiße, dieses Webmart. Meine, warum? Warum ist das so spammer? Mein Schützerverband. Also das sind verbannte Ritter und keine Exil-Ritter mehr. Junge. Warum ist das so spammer, der Scheiß? Also echt. Und vor allem, das hat ja auch super überkrass Hyper-Armor, wo gar nichts mehr hilft. Na gut, oder normale Hyper-Armor. So, dann machen wir genau hier weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal.